Krise bei ThyssenKrupp verschärft sich. Am Donnerstagabend hat der Konzern angekündigt, das Grobblechwerk bis zum 30. Juni verkaufen zu wollen. Sollte der kriselnde Konzern bis dahin keinen Käufer finden, will er die Grobblechproduktion schließen. Über 800 Stellen sind davon betroffen. Mehr als 300 Mitarbeiter legten am Standort spontan ihre Arbeit nieder. Betriebsratsvorsitzender Mehmet Göktaş zeigte sich fassungslos. Das ist eine Riesenohrfeige und Enttäuschung für uns, so Göktaş. Die IG Metall fordert eine Arbeitsplatzsicherung für alle Mitarbeiter des Werks. Betriebsbedingte Kündigungen sind aber bislang nur für die nächsten 3 Jahre ausgeschlossen. Tarifvertragliche Leistungen wie freie Tage und Geld sollen wegfallen. Wenn es fürs Grobblechwerk in Duisburg-Hüttenheim bis Ende Juni 2020 keinen Käufer gibt, dann soll es geschlossen werden. Aufgrund zunehmender Beschwerden über aggressive Bettler, Rücksichtslosigkeit aus der Trinkerszene und das Verhalten kampierender Lkw-Fahrer will die Stadt Duisburg ihr Ordnungsrecht verschärfen. In Zukunft sollen für Verstöße häufiger Verwarngelder erhoben werden. Wildes Kampieren neben einem parkenden Lkw soll künftig 50 Euro kosten. Aufgenommen werden soll auch ein Paragraph zum ekelerregenden Spucken. Das beinhaltet das Ausspucken von Kaugummis, Obstkernen oder ähnlichem. Konkretisiert wird auch der Absatz zum Thema Störungen in Verbindung mit Alkohol. Zu zahlen ist dann ein Verwarngeld von 45 Euro. Ob das Ordnungsrecht um diese Paragraphen verschärft wird, entscheidet sich in der Ratssitzung am kommenden Montag. Die Ermittlungen gegen die italienische Mafia-Organisation 'Ndrangheta durch die Staatsanwaltschaft Duisburg dauern weiter an. Sie hat dabei über 50 Verdächtige im Visier. 8 Verdächtige sitzen zurzeit in U-Haft. Sie kommen unter anderem aus Duisburg, Mönchengladbach, Grevenbruch und Köln. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird ihnen bandenmäßiger Handel mit Drogen sowie Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen in Duisburg-Großenbaum einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizei sprengten die Täter den Automaten im Vorraum des Realmarkts an der Buscher Straße gegen 3.40 Uhr. Ob und wie viel Geld sie dabei erbeuteten, sei nach Angaben der Ermittler noch unklar. Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens hatten den Knall gehört und ein Trümmerfeld vorgefunden. Die Kripo hat die Suche nach den Tätern aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen nehmen die Ermittler telefonisch entgegen. Während der Karnevalstage sind alle Dienststellen vom Jobcenter nur eingeschränkt oder gar nicht erreichbar. An Altweiber am 20. Februar sind die Jobcenter-Dienststellen nur bis 12 Uhr geöffnet. An Rosenmontag ist das Jobcenter Duisburg ganztägig geschlossen. Das Servicecenter ist an beiden Tagen wie gewohnt in der Zeit von 8 bis 18 Uhr telefonisch erreichbar. Anlässlich des Internationalen Tags der Muttersprachen am 21. Februar laden die VHS und die Stadtbibliothek Duisburg zu einem Kulturabend ein. Die beiden Bildungsinstitute hoffen auf Teilnahme von Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, die an diesem Abend bereit sind, in ihrer Muttersprache etwas vorzulesen, vorzusingen oder vorzuspielen. Vor der Veranstaltung um 18 Uhr besteht die Möglichkeit, beide Institute näher kennenzulernen. Los geht es dann ab 19 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos. Das Duisburger Traumzeitfestival freut sich über die Zusage weiterer Bands. 8 Bands und Solokünstler von Hip-Hop über Pop bis hin zu Electronic bereichern das Line-Up. Unter anderem haben der britische Rapper Loyal Corner, das Popduo Frank Moody und die Formation Supraphon um die Rheinländerin Susanne Köcher zugesagt. Insgesamt werden rund 35 Bands auf 4 Bühnen im Landschaftspark spielen. Schon 60% aller Tickets sind verkauft. Dem Festival winkt damit ein Besucherrekord. Die Traumzeit findet am Wochenende vom 19. bis 21. Juni statt. Das kanadische Künstlerpaar Janet Cardiff und George Burse Miller erhält den Wilhelm-Lehmbruck-Preis 2020. International bekannt sind sie insbesondere für ihre eindringlichen Klanginstallationen. Die Jury würdigt Cardiff und Miller als Künstler, die mit ihrem multimedialen Werk ein ganzes Genre geprägt haben. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung der Stadt Duisburg und des Landschaftsverbandes Rheinland gehört zu den renommiertesten Preisen für Bildhauer. Die Preisverleihung findet am 20. September im Lehmbruck-Museum statt. Die Ausstellung ihrer Werke wird im November 2021 eröffnet.
Der Flughafen Düsseldorf verlegt eine Messstelle für Fluglärm von Düsseldorf-Wittla nach Duisburg. Die Ergebnisse sollen dadurch deutlich aussagekräftiger werden. Bereits auf Probe hatte die Messstation im Duisburger Süden in der Vergangenheit den Fluglärm gemessen. Zwischen Mai und Oktober seien mehr als 28% der Starts und Landungen erfasst worden. Der Lärm habe in diesem Zeitraum durchschnittlich zwischen 39 und 42 Dezibel gelegen. Die Messschwelle der Station liegt bei 58 Dezibel. Das bedeutet, alles, was über dem ohnehin vorhandenen Hintergrundgeräusch von 53 Dezibel liegt und von Ort und Zeit her einem Flugzeug zugeordnet werden kann, wird als Fluglärm erfasst. Unbeständig ging es am heutigen Freitag in Duisburg ins Wochenende. Das startet am Samstag überwiegend wolkig. Die Sonne schafft es nur selten mal durch. Erst in der Nacht kann dann auch wieder Regen fallen. Das Thermometer klettert auf bis zu 12 Grad. Der Sonntag wird ungemütlich. Den ganzen Tag muss mit Regen gerechnet werden. Dazu nimmt der Wind auch wieder deutlich zu. Sonne gibt es keine. Einziger Wermutstropfen, es wird mild bei Werten bis zu 16 Grad. Die neue Woche geht am Montag wechselhaft los. Sonne und Wolken wechseln sich munter ab. Auch Regen ist ab und zu möglich. Dazu gibt es Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Autofahrer, aufgepasst! Auch am Wochenende sind die Ordnungshüter unterwegs und kontrollieren die Geschwindigkeit. Geblitzt wird am Samstag unter anderem auf der Düsseldorfer Straße in Wanheimer Ort und auf der Kalerstraße in Neudorf Süd. Außerdem behindern weiter viele Baustellen die freie Fahrt. In Walsum werden auf der Ludgerusstraße neue Gas- und Wasserleitungen verlegt. Die ist während dieser Zeit zwischen Eichenhorststraße und Heinestraße zur Einbahnstraße umfunktioniert. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende April 2020 abgeschlossen. Und in Althamborn läuft eine Kanalerneuerung auf der Wittfelder Straße. Die ist zwischen Heidestraße und Bekerstraße abschnittsweise voll gesperrt. Dazu gibt es Park- und Halteverbote. Die Arbeiten sollen Ende Februar abgeschlossen sein. Stuhl 47 wünscht eine angenehme Fahrt, kommen Sie gut ins Wochenende.